Na, erinnert ihr euch noch ans Ende meiner Batman vs. Superman Review? Na dann, Augen zu und durch. Ja geil, hab ich Bock drauf. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Review, zu einem weiteren DC-Film, der beweist, dass man bei Warner wenigstens konsequent neben das Klo kackt. Eine Sache kurz vorweg, nein, es geht nicht um den Extended Cut, denn der ändert nichts daran, dass man sich beim Betrachten dieses Unfalls gerne in den Mund schießen möchte. Soll heißen, im erweiterten Fall ist es vielmehr so, dass man die 9mm gegen eine Bohrmaschine austauscht, es tut mehr weh und dauert länger. Weltrekordverdächtig ist übrigens, dass das Mock of Villain Squad vom Asylum der weitaus bessere Film ist. Ich habe beide gesehen, weil ich dumm bin. So, jetzt aber mal von vorne. Beginnen wir mit dem, was am Film nichts kostet und von keinem mehr benutzt wird. Ein Bleistift und ein Blatt Papier. Mit diesen High-End-Utensilien könnte man ein Drehbuch schreiben und David Ayer hatte knapp einen Monat Zeit, um das zu tun. Und das, obwohl er normalerweise Vlogs auf YouTube macht. Sorry, der musste sein. Abonnieren Sie den Gemomat. Ha, lächerlich, sagt da der Christ. 6 bis 8 Wochen für ein Drehbuch. Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen und noch Zeit für Scherze wie den Nasenaffen gehabt. Und Ayer hat sich nun wahrlich nicht angestrengt, denn im Drehbuch steht wahrscheinlich nur Folgendes. Escape from New York, Arsch. Und das Ende, nehmen wir von Ghostbusters. 3-mal dürft ihr raten, was Warner Brothers dazu gesagt hat. Natürlich, geil, nehmen wir. Und packt noch ein paar Greatest Hits dazu. David Ayer so, welche? Warner Brothers so, alle. Was ich jetzt mache, hätte ich per se erstmal nicht von mir gedacht, denn ich breche mal eine Lanze für David Ayer. Fakt ist, ich habe nichts gegen ein simples Konzept. War Dread genial? Nein, aber der Film hat gut funktioniert. Soll heißen, hätte man sich bei Suicide Squad auf die Escape from New York Thematik versteift und nichts weiter dazu gedichtet, hätte das Ganze sogar funktionieren können. Und Fakt ist, irgendwas muss funktioniert haben, denn Ayer hatte bereits einen eigenen Cut fertig. Dann gab es Reshoots und dann machte Trailer Park den restlichen Film, also den Final Cut. Warum auch immer. In der Zwischenzeit ist nämlich etwas passiert, das sich Batman vs. Superman nannte. Und das droppte schneller am Boxoffice als Zeugen im NSU-Fall verunglücken. Doof also, dass man sich einen alttestamentarischen Regisseur besorgt hat, der einmal zu oft propagiert, dass der Zweck die Mittel heiligt und der auch noch eine eigene Handschrift besitzt. Betroffene Düsternis war nicht in, das merkte Warner Brothers schnell, also musste auch schnell ein anderer Film her. Erstaunlich ist übrigens, dass man sich den Erfolg von Deadpool nicht auch noch zu Herzen nahm und im Nachhinein tonnenweise CGI-Blut in den Film klatschte. Das größte Opfer dieses Hergangs war übrigens der Joker, also Clitoris, dessen Rolle komplett aus dem Film rausgeschrieben wurde und der im Endprodukt überhaupt keinen Sinn mehr hat. Drinne scheint er nur zu sein, weil die Werbekampagne mit ihm gefahren wurde, ansonsten besitzt er null Relevanz. Mal abgesehen davon, der Clitoris-Joker ist der schlechteste Joker aller Zeiten, aber das ist meine persönliche Meinung. Ledger, Jack und Hebel haben die Messlatte einfach höher gelegt. Das, was hier abgeliefert wird, ist nichts weiter als eine lächerliche Mischung aus Marilyn Manson und einem Zuhälter. Das heißt, selbst Gronkh dürfte sich hier Sarkasmus leisten. Übrigens, diesen Mantel. Diese Jacke! Nein, diesen Mantel gibt's bei Amazon zu kaufen. Und diese Information macht ungefähr genauso viel Sinn wie dieser Kreis aus Messern, der nur wegen der coolen Einstellung im Film ist. Nun, um diesen Schnittteil mal inhaltlich wertvoll zu Ende zu bringen, hier nochmal ein abschließendes Beispiel aus dem Schnitt 1x1, präsentiert von Jai Courtney alias Jai Courtney. Mir geht es hier um die Dreierregel, also Setup, Reminder und Payoff. Wer wissen will, wie das perfekt funktioniert, sollte sich mal Tremors im Land der Raketenwürmer ansehen. Zur Antithese seid ihr hier allerdings an der richtigen Stelle. Alles beginnt mit dem Setup, also dem Etablieren von einer Sache. In diesem Fall ist es ein pinkes Einhorn, das sich Jai Courtney in die Jacke steckt. Von nun an wissen wir von Position und Existenz des Einhorns. Im späteren Verlauf prügelt sich Captain Boomerang mit irgendwelchen Molded aus Resident Evil 7 und verliert sein Einhorn, nur um es daraufhin an dieselbe Stelle zurückzustecken. Profis reden hier vom Reminder. Soll heißen, der Film erinnert uns noch einmal daran, dass hier noch was kommen wird. Und dem ist auch so, im Finale bekommt Captain Boomerang ein Messer in die Brust, doch wir findige Zuschauer wissen, es steckt gar nicht in seiner Brust, sondern in einem Bündel Geldscheine. What? Richtig gesehen, irgendwann zwischen Kinorelease und Testpublikum hat man einfach die Pointe vergessen. Vielleicht sogar in der ersten Schnittfassung, wobei ich glaube, dass das Einhorn nachträglich hinzueditiert wurde. Wir werden es nie erfahren, denn es liegt auf einer externen Platte in einer Mülltonne.
mit der Aufschrift Gute Ideen, wo wir bei der Handlung von Suicide Squad wären. Der Film beginnt sinnvoll mit fancy, stylischen Vorstellungsvideos der Protagonisten, weil es irgendwie auch wichtig ist, die Protagonisten vorzustellen. Nur um dann wenig später in weniger fancy, stylischen Sequenzen noch einmal die Protagonisten zu etablieren. Dieser Vorgang dauert ungefähr die erste von 2 Stunden. Und dieser Zeitaufwand ist wichtig, denn spätestens jetzt haben unsere Helden den Tiefgang von Hänsel und Gretel. In dieser Phase lernen wir auch den Grund dafür kennen, warum das Suicide Squad überhaupt existiert. Nämlich diese Frau. Oder wie ich sie nenne, die dümmste Person im Universum. Sie ist ein David Ayer Charakter aus dem Lehrbuch, denn sie glaubt, Verbrechen lässt sich nur mit Verbrechern bekämpfen. I want to build a team of some very bad people who I think can do some good. Außerdem glaubt sie, dass das Suicide Squad dazu geeignet wäre, Gegner im Format eines Superman zu besiegen. The next war will be fought with these metahumans. What if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House? Who would have stopped him? Batman? Oder stellen wir die Gegenfrage, was soll ein Typ, der schießen kann, eine Schlampe mit Baseballschläger, ein Typ, der gut tauchen kann, ein anderer Typ, der einen Bumerang schmeißen kann und ein Typ, der brennt, gegen Superman ausrichten? Nichts gut, danke. Und das Beste an diesem Himmelfahrtskommando ist, sie machen es nicht mal freiwillig, sondern weil man ihnen Sprengsätze in den Hals pflanzt, welche bei Druck auf diesem Touchpad explodieren. Wir lernen also, der Grund für die Gründung des Suicide Squad ist schon mal völlig schwachsinnig. Doch damit nicht genug, denn ein Mitglied des Suicide Squad ist Enchantress, eine Hexe, die im Körper der inkompetentesten Archäologin der Welt lebt. Oh, ein jahrtausendealtes Gemächtbuch, jetzt habe ich den Kopf abgebrochen. Und eben diese Enchantress wird zum Hauptgegner des Suicide Squad. Soll heißen, hätte diese Frau mit der Gründung des Suicide Squad die nationale Sicherheit nicht wahren wollen, hätte sie auch niemand gefährdet. Jetzt haben wir allerdings den Salat. Enchantress schießt einen blauen Laserstrahl in den Himmel, habe ich so auch noch nie gesehen. Und erschafft die besagten Resident Evil Molded, indem sie ihre Opfer küsst. Gibt Leute, die nennen das Gangbang oder Silvester in Köln. Wer nun allerdings glaubt, das Suicide Squad wird losgeschickt, um Enchantress aufzuhalten, ha, weit gefehlt. Das Suicide Squad soll ein VIP aus der Gefahrenzone bergen. Und jetzt ratet mal ins Blaue, wer diese very important person ist. Es ist natürlich der Präsident der Vereinigten Staaten. Oh, sorry, falscher Film. Es ist die dümmste Person im Universum. Ganz recht. Nicht nur, dass es keinen Grund für die Existenz des Suicide Squad gibt und dass sie selbst die nationale Sicherheit gefährdet. Nein, das Suicide Squad würde nicht mal zum Einsatz kommen, wenn diese Frau nicht existieren würde. Und das Beste ist, die Jungs und Mädels kämpfen sich nun quer durch die gesamte Stadt sowie durch ein Hochhaus, um am Ende mit dem Helikopter vom Dach zu entkommen. Also etwas, das sie jederzeit hätte selber tun können. Mal abgesehen davon, dass die Piloten in diesem Film alle aus Call of Duty stammen. Ehrlich, die Handlung von Suicide Squad ist sowas wie das filmgewordene Resultat von Human Centipede. Sie verdaut sich selbst. Und das Beste ist, dank David Ayer erkennt dieser pazifistische Charakter am Ende, dass Gewalt doch eigentlich eine feine Lösung ist. Vorher sagt er noch was Dummes. I lost one family, I ain't gonna lose another one. Und dann stirbt er. Disney wäre stolz. Ich weiß, es zeigt uns, dass die Welt den Starken gehört. Und dem Brutalen. Und nun, Hans, was denkst du jetzt von dem armen Häschen? Ich hasse es. Und da der Film kein Starring verdient hat und ich mir keine Mühe machen will, gibt's das hier. Bye.